Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück bei Life is Strange Before the Storm. Es war dramatisch in der letzten Episode. Rachel wurde angegriffen, von Damon mit dem Messer verletzt. Und wir sind natürlich auf dem schnellsten Weg mit ihr ins Krankenhaus gefahren. Hoffentlich wird sie wieder, aber doch, sie muss ja wieder werden, klar. Oh je. Ich glaube, Chloe stirbt gerade vor Sorge. Und ich kann es ja nachvollziehen. Ich würde auch. Da sind die Eltern. Wir dürfen vermutlich nicht zu ihr, weil wir keine Familienangehörigen sind. Oh Gott, das ist so grausam. Kann uns nicht jemand sagen, dass es ihr gut geht? Bitte. Ich glaube, jetzt kriegen wir Ärger. Rachel is going to be all right. The knife damaged her brachial artery, but didn't cut it. She's out of surgery. And now she's resting. Chloe, what happened? Das begreife ich auch nicht ganz. Das ist meine Schuld. Ja, und nicht... Ah, ich weiß nicht. Es ist... Ich würde aus einem reinen Impuls heraus sagen, es ist alles meine Schuld, aber ist es wirklich komplett unsere Schuld? Ich meine, sie ist auf Damon losgegangen. Das muss man jetzt leider sagen. War eine verdammt blöde Idee? Ich würde sagen, das begreife ich auch nicht ganz. Einfach, weil ich möchte die Schuld jetzt in diesem Moment nicht komplett auf mich nehmen, weil, ganz ehrlich, Rachel hat absolut impulsiv gehandelt und dafür können wir... Ihr waren schuld, dass sie auf dem Schrottplatz war. Wir wussten aber nicht, wer da auftaucht. Und ich sag einfach mal A. I don't know. Everything happened so fast. That guy you have a file on. Damon Merrick. Why does he hate you so much? I know exactly who Damon Merrick is. Start over and tell me everything. Did you and Rachel try to contact Sarah? I'm not going to chastise or blame you, Chloe. But I need the whole story. Bitte, so, I got my dealer to meet us since he knows Sarah. Frank Bowers. Yeah, that's right. But... Damon showed up with him. What did Merrick want? Nach Sarah fragen, uns abschrecken. Er hat nach Sarah gefragt. Er hat ja gefragt, was wir von ihr wollen und warum er sie, also warum er, der Staatsanwalt, uns auf Sarah angesetzt hätte, auf ihn. Über Sarah. Deswegen würde ich jetzt mal das mit Sarah nehmen. Oh, ich kann das so gut verstehen, dass Chloe gerade. Sie wirkt so fertig und ich kann es nachvollziehen. Stellt euch mal vor, eure liebe Freundin, in die ihr zugegeben auch ein bisschen verschossen seid, oder ein bisschen mehr, wird vor euren Augen angegriffen und da ist so viel Blut. Ich meine, die Oberarmarterie, allgemein jede Arterie, die ihr habt, das ist ja super gefährlich, wenn die verletzt werden. Das ist ja nicht wie wenn ihr euch in den Finger schneidet und dann blutet es 2-3 Minuten, dann lutscht ihr ein bisschen dran und dann hört es wieder auf. Das sind ja wirklich Blutgefäße, die wirklich große Mengen Blut durch euren Körper pumpen und wenn die verletzt werden, dann kann es so schnell sein, dass ihr zu viel Blut verliert, das Bewusstsein verliert und sterbt. Und ich weiß nicht, wie lange Chloe hier saß und gewartet hat und nicht wusste, was mit Rachel genau ist und ob es ihr gut geht. Boah. Heftig. Heftig, muss man schon sagen. Damit hatte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Auch nicht, dass Rachel letztes Mal ein Brett nimmt und nach Damon schwingt. He asked us why we were so interested in Sarah. And what did you say? Nothing. Of course. Is that how it became violent? Er wollte Infos über sie. Rachel wurde wütend. Ja, Rachel ist wütend geworden, aber ich glaube, es ist wichtiger, dass wir ihm sagen, dass Merrick wissen wollte, warum er uns auf ihn angesetzt hat. Ich glaube, dieser Zusammenhang ist wichtiger als die Tatsache, dass Rachel ausgetickt ist.
when he found out Rachel was the DA's daughter. He wanted information about you. And how did he know that I'm her father? Das war meine Schuld, vielleicht wusste er es schon. Ich glaube, wir haben sie Rachel, also wir haben ihren Namen gesagt, deswegen sagen wir mal, das war unsere Schuld. Ich tendiere gerade zu A, das ist ein bisschen seltsam. I called her Rachel. And he figured it out from there. It's not your fault. What happened next? Damon had a knife out. We all could see it. But then he said something that pissed Rachel off. And she just grabbed a piece of wood and hit him. And then he stabbed her. I keep thinking that maybe I could have done something, but when he attacked her, I just froze. It's not your fault. And Frank held him off so we could get to the truck. I heard a scream, but I don't know what happened. And then we were here. I appreciate you telling me the truth. I'll see if I can pull some strings with Ray. Maybe get you back into Blackwell. Das ist ja lieb. Danke. Was ist mit Damon? Was ist mit Sarah? Ganz ehrlich, Sarah ist mir in diesem Moment sowas von egal. Ich will wissen, warum Damon... Ich meine, Sarah ist ja normalerweise nicht in der Stadt. Die lebt ja irgendwo und interessiert sich nicht für uns. Oder für Rachel, besser gesagt. Aber Damon ist ja die ganze Zeit hier. Und es muss ja einen Grund geben, einen genaueren Grund, außer, oh, du bist die Tochter des Staatsanwaltes. Der muss ja irgendwie... Also ich glaube wirklich, dass Rachels Vater hat vermutlich irgendwas gegen ihn schon in der Hand. Und das würde mich viel eher interessieren jetzt als Sarah. Denn über Sarah kann uns eigentlich doch der... Wobei doch, er könnte uns vermutlich schon was sagen. Oh, das ist gerade so schwierig. Aber ich muss zugeben, ich finde gerade Rachels Vater, er sammelt gerade Pluspunkte, denn er verhält sich sehr, sehr freundlich und sehr, sehr, es klingt jetzt doof, wenn ich sage erwachsen, aber ich könnte auch gut verstehen, wenn er in der Situation ausrastet und uns die Schuld gibt. Ich meine, seine geliebte Tochter ist verletzt worden und wir sind daran nicht komplett schuld, aber auch nicht ganz unschuldig, wenn wir ehrlich sein sollen. Was ist mit Damon, was ist mit Sarah? Ah, mich interessiert beides, wirklich. Sarah würde mich natürlich sehr interessieren, aber letztlich ist sie ja nur, wenn wir mal darüber nachdenken nochmal, letztlich war sie nur ein Grund, warum er überhaupt auf uns aufmerksam geworden ist. Wir hätten uns vermutlich auch nach jedem anderen Kunden erkundigen können und Damon wäre ausgerastet. Also frage ich jetzt nochmal, ich nehme nochmal A und frage nach Damon. What are you going to do about Damon? Find out if he is alive. First of all. My department's been after him for some time. I was told that if Rachel had arrived only a few minutes later, she might not have, Oh Gott. Oh, die Vorstellung. Thank you, Chloe. You saved my world. It will be some time before Rachel wakes up. I promise. I'll let you know when she does. Danke. Thanks. Wirklich, danke. Oh, da ist Steph. Und Rose. Oh, ich kann dich so gut verstehen, Chloe. Hey. Hey. Steph. How's Drew? Pretty good. Miss Amber just told me Rachel's going to be okay. I'm really glad. Yeah. Well, our room's just down the hall. You should come by. Okay. Sure. Definitely. Ich mag Steph. Oh, ist das alles... Das ist wohl der Vater von Drew? I don't think I can sit still any longer. Might as well stretch my legs while I wait for Rachel to wake up.
Ja, das machen wir jetzt auch. Wir gucken uns hier um. Ich spreche als letztes mit ihr. Ich würde erstmal. Ist hier vorne was? Ich gehe da noch nicht rein. Gucken wir uns mal an, was hier. Da wird gespendet für. I guess the citizens of Arcadia Bay aren't feeling so generous. Ah, ja, ist echt nicht viel. Spenden. Die Feuerwehr von Arcadia Bay braucht ihre Hilfe. Ihre großzügige Spende wird dabei helfen, Waldbrände zu bekämpfen und die Arbeit der Feuerwehrleute sicherer zu machen. Danke. Also entweder sind sie nicht spendabel gerade oder das Ding wurde erst kürzlich geleert, weil sie sehr spendabel waren. Oh, ganz ehrlich, wenn ich das gerade sehe, fällt mir auf, dass ich schon wieder Hunger habe. Also nicht schon wieder im Sinne von, ich habe ja gerade erst gegessen, aber ich habe manchmal das Gefühl, ich spiele immer, wenn ich hungrig bin, Life is Strange. Das ist voll schlimm. Ich erinnere mich da an eine Szene aus dem ersten Teil, wo wir im Diner saßen und... If I want to stay sane, I need to stay busy. What's there to do around here? Spielen, sich umgucken. Moment. Als Max sich Frühstück bestellt hat und ich saß da und dachte mir so, ich will auch, ich habe Hunger. Ist ganz schlimm. Also manchmal echt ganz schlimm. Come on. Not that I have any coins anyway. Oh man. Jackpot. Ja, aber da sitzt eine. Ich weiß nicht, ob es so gut kommt, wenn wir da jetzt draufschlagen, ganz ehrlich. Ich würde das erstmal lassen. Denn auch wenn das Ding dann vielleicht runterfällt, aber seht ihr, da sitzt eine nette... Oh, Tagebuch, Moment. Okay, ah, jetzt geht das wieder los. Ah, nee, doch nicht. Okay, du geht's gut, Mikey wird dich auf dem Laufenden halten. Oh, scheiße. Okay, hier, bist du noch hier? Wir sind in Zimmer 785, falls du es vergessen hast. Cool. Okay, Tagebuch. Ich bin gespannt, was wir da aufgeschrieben haben. Die Abwaschbare, das nächste. Da wird nochmal zusammengefasst, was passiert ist. Max, ist dir je aufgefallen, dass Leute in Krankenhäusern immer flüstern? Ich glaube, es liegt daran, dass unsere eigenen Stimmen alles realer erscheinen lassen. Genau wie es niederzuschreiben. Es ist seltsam, wie ich es war, die vor wenigen Stunden etwas Gebrochenes wieder zum Leben erweckte. Ich benutzte Davids Anleitung, um den Truck zu reparieren. Ich habe damit einmal eine Runde um den Schrottplatz gedreht, bevor Rachel auftauchte. Wir haben ein wenig gequatscht und dann... Dann wurde alles total abgedreht. Und mit abgedreht meine ich Damon Merrick, der Psychopath, der sich aus irgendeinem Grund total für Rachels leibliche Mutter und ihren Vater interessiert. Er und Frank sind aufgetaucht und wollten wissen, was wir vorhaben. Bevor wir rausfinden konnten, warum, zog er ein Messer und stach auf Rachel ein. Ich hätte ihn vielleicht aufhalten können, wenn ich schneller gewesen wäre, doch ich erstarrte. Wäre nicht Frank gewesen. Eine rasende Fahrt später und ich bin hier, im Krankenhaus. Ich wünschte, ich könnte mir einreden, es ist nicht real. Chloe, die viel zu reale. PS, ich hoffe, Frank geht es gut. Ich glaube aber, ich würde auch erstarren. So gern ich denken würde, dass ich es nicht würde und dass ich mich da heldenhaft dazwischen stürzen könnte. Aber ich glaube, wenn man mit so einer Situation konfrontiert ist, wo man einfach nicht darauf vorbereitet ist, die einen so überrumpelt... Ich glaube einfach, dann ist es fast normal, dass man vielleicht im ersten Moment erstarrt. Die scheint sich nicht für uns zu interessieren. Ich hau da einfach mal ganz sanft dagegen. Okay, sie guckt. Entschuldigung. Bitte nicht nochmal dagegen hauen. Wir probieren es vielleicht später nochmal. Also, wir müssen es jetzt ja nicht ganz oft hintereinander machen, damit wir total auffallen. Gucken wir uns erstmal die Notizen an. Ja. Are these all firefighters? Achtung, Angestellte des Arcadia Bay Krankenhauses. Aufgrund der erhöhten Anzahl an Patienten, die unter Erschöpfung durch Hitze und oder Rauchinhalation leiden, haben wir weitere Krankenzimmer bereitgestellt. Bitte bringen Sie alle neuen Patienten in Flügel B. Konsultieren Sie Ihren Schichtleiter für eine Auffrischung in der Patientenaufnahme. Danke. Ich fürchte ja, das sind vermutlich wirklich die Feuerwehrleute. Es würde... Wir haben sie ja auch gesehen. Die sahen echt nicht gut aus. Mom brought so many of these home when Dad died. And not a single one described how I felt. Ich glaube, da jeder anders mit Verlust umgeht, ist es auch ganz, ganz schwer, da irgendeine Anleitung zu finden. Ich meine, ich kenne dasselbe von mir, wenn... If I want to stay sane, I need to stay busy. What's there to do around here? Da setzen wir uns gleich hin. Wenn bei mir schon Verwandte gestorben sind, ich meine, ich habe eine große Familie, das bleibt da nicht aus. Mini-Golf-Monthly. Golf it!
Nee, das bleibt da nicht aus und ich kann das zum Beispiel überhaupt nicht. Ich mag keine Beerdigung, ich mag nicht diesen Leichenschmaus danach. Ich bin nicht gerne umgeben von anderen Menschen, wenn ich trauere. Ich brauche da ganz viel Raum für mich, ich muss das einfach mit mir alleine ausmachen. Und wenn dann irgendjemand sagt, komm, ich leg dir die Hand um die Schultern und will dich trösten, ich finde das eher störend, da fühle ich mich auch nicht wohl. Ich muss wirklich ganz für mich alleine sein und ja. I hope Drew's doing better. I should visit him. Machen wir gleich. Aber wie gesagt, jeder geht damit anders um. One more hour of waiting and I would have read that. Es gibt Schlimmeres als Minigolf, komm schon. Wir setzen uns gleich auf das... Nein. Nein, nein, geh da nicht hin. Shit. I know those guys. This doesn't look like the maternity wing. You think? If you're this useless now, what are you gonna do at 3 a.m. when the baby needs... There's a sign for the prenatal class. Great. I guess that's your contribution for today. Those people suck. Okay, kann ich jetzt dahin? Nur ein bisschen in die Richtung gucken? Ich will da nicht durch, um Gottes Willen, aber... Boah, das sieht nicht sehr... Da, ganz ehrlich, das sieht eher nach... Rachel's waiting for me. Shouldn't stay here too long. Was? Okay, das hat sich jetzt einfach so geöffnet. Chloe, James Amber hier. Rachel ist gerade aufgewacht, sie würde dich bestimmt gern sehen. Und wir bedanken uns natürlich. Okay, ich will das hier aber auf jeden Fall noch mich zu Ende umgucken. Wash your hands. This poster seems to be missing some context. What to draw, what to draw. Hände waschen. Natürlich verzieren wir es mit einem Graffiti. Okay, nurses. The world wants to know. What's so funny? Harmloser Witz, platter Witz. Ich würde sagen, wir machen... Mich würde schon der platte Witz interessieren. Okay, für all meine plattwitzigen Freunde da draußen machen wir mal den platten Witz. Bin gespannt. Der kann sich jetzt vermutlich von der Teppichkante stürzen und ist dann platt. Noch platter. Cue Laugh Track. Okay. Oh Mann. Cue Laugh Track. Einsatz Publikumgelächter. Hände waschen. Ich habe es so satt, mich mit Arschlöchern zu befassen. Dann hättest du nicht die Schicht in der Proktologie übernehmen sollen. Der ist echt platt. Schon so ziemlich. Okay, da sind Notizen. Kann ich mir die echt angucken? Frank's business must be booming. Shit. I really hope he's okay. Achtung, Angestellte des Arcadia Bay Krankenhauses. Neuerdings kommt es vermehrt zu Komplikationen bei der Narkose aufgrund des Drogenmissbrauchs zu Entspannungszwecken. Bitte machen Sie Ihren Patienten deutlich, besonders denen im Teenageralter, dass sie es zu ihrer eigenen Sicherheit angeben müssen, wenn sie Drogen genommen haben. Seien sie hartnäckig, wenn sie die Anamnese der Patienten aufnehmen. Danke. Ja, wie gut das... Schade, da darf... Oder? Nee, da darf ich nicht rein. Dann werde ich jetzt da nochmal ganz freundlich dagegen schlagen, gegen den Automaten. Oh, Menno. Nein, ich will da nicht nochmal. Wir gucken uns jetzt einmal das an und lauschen ihren Gedanken. Erst hat die da komisch geguckt, jetzt haben uns die Feuerwehrleute noch schräg angeschaut. Genießen wir einmal kurz die Aussicht einfach. Bevor wir... Muss ich mich jetzt entscheiden, ob zu Drew oder Rachel? Being in a hospital this long sucks. Ja. I bet when I see Rachel and see that she's okay, I'll feel better. I owe Frank... Big time. Can't believe he did that for us. I hope he's okay. Not like I can do anything about it one way or the other. And what about Damon? Is he gonna come after us? I actually feel better knowing that James Amber is on his case. Ugh. That's weird. Gar nicht so seltsam. Ich meine, sie ist halt ausnahmsweise jetzt, muss leider sagen, ausnahmsweise, auf der anderen Seite des Gesetzes. Normalerweise bricht sie es, jetzt stellt sie sich gerade ziemlich gut mit dem Staatsanwalt. Und er ist ja auch freundlich. Also nach all der Ablehnung, die er am Anfang für uns übrig hatte, dass er sich jetzt dafür einsetzen will, dass wir wieder nach
Blackwell zurück dürfen, ist schon sehr, sehr nett. Ich frage mich aber ganz ehrlich, was da noch passieren wird, damit das trotzdem nicht passiert. Ob er es einfach nur nicht schafft oder ob wir es wieder irgendwie versauen, ich weiß es nicht. So, genug ausgeruht, wir gucken mal. Wenn wir uns tatsächlich entscheiden müssen, ob wir zu Drew oder zu Rachel gehen, gehen wir natürlich zu Rachel. Ich will jetzt einmal gucken, wo denn die Feuerwehrleute sind. Ach komm, ich möchte den Schokoriegel haben. Yes. Yum, yum, yum. I want like 20 more of those. Okay, hat das jetzt irgendwas geändert? Nein, das war einfach nur... Das konnten wir einfach nur machen. Da sind Briefe noch? Sean Prescott. What's he writing to the hospital about? Das hat sicher nichts Gutes zu bedeuten. Is this for real? Jetzt bin ich gespannt. Verwaltungsleiter Hofstadter. Oder Hofstadter eigentlich. Einer ihrer derzeitigen Patienten ist Andrew North, ein Schüler der Blackwell Academy, der auf dem Schulgelände verletzt wurde. Da die Sicherheit der Schüler eine der Kernverantwortungen einer jeden Schule ist, enttäuscht Blackwell in dieser Instanz Mr. North. Ich möchte daher persönlich und streng anonym für seine medizinische Versorgung aufkommen. Falls ich den Prozess irgendwie beschleunigen kann, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren. Sean Prescott, beantwortet am 9.5. Er möchte für... Was hat das denn zu bedeuten? Das passt so überhaupt nicht zu den Prescotts. Das ist seltsam. Oh. I wonder if Damon Merrick classifies as a biohazard. He's definitely human waste. Yep. Biologisches Gefahrgut. Beseitigen Sie biologisches Gefahrengut angemessen. Ja, witzigerweise sammeln sich in unserem Körper ständig so viele Giftstoffe an, dass wir eigentlich, glaube ich, alle als, Gefahrengut fast schon durchgehen könnten. Wo sind... Moment, ich muss mal ganz nochmal gucken. Das war hier. Steph hat geschrieben, sie sind in... Sie sind in... Ach du Jebus. Was ist denn? Hallo? Ja, und jetzt sind wir komplett oben. Okay, 785. Sehr gut. Hat uns denn der gute Mr. Amber auch geschrieben, in welchem Zimmer sie... Nein, hat er nicht. Okay, wir wissen also nicht genau, wo Rachel drin ist. 785. Erstmal könnte ich aber mit Schild. Is this Drew's room? Wir könnten mal versuchen, mit seinem Vater zu sprechen. Is that Mikey and Drew's dad? I wonder how he's doing. All right then. Thank you. Hi. Mr. North? That's me. And you are? I'm Chloe. You here to see Drew? Yeah. Wie läuft es so, Netzi kennenzulernen? Ach du je. Ich denke, wir können beides machen. Ich denke, wir hätten jetzt ja praktisch direkt in Richtung von Drews Zimmer gehen müssen, damit wir das vorher machen könnten. Und ich schätze mal nicht, dass wir jetzt... Also, dass Zeit hier jetzt so eine große Rolle spielt, dass wir nicht beides machen können. Drew besuchen und danach zu Rachel gehen. Würden wir es realistisch machen, würden wir natürlich sagen, sorry Drew, so gut kennen wir dich nicht, wir rennen instant, wenn wir die SMS bekommen, zu Rachel. Aber vielleicht haben wir auch einfach nur diese SMS getriggert, indem wir diese Geburtenstationsszene da vorne ausgelöst haben. Denn die hat sich tatsächlich, ich habe nichts gedrückt, die hat sich einfach nur so geöffnet. Wie läuft es so, Netzi kennenzulernen? Ja, sind wir mal höflich, ne? Wie läuft so, ist so... Wir haben ihn ja, glaube ich, wirklich noch nie getroffen. Well... It was nice meeting you. Likewise. Oh, excuse me. Ja, das war jetzt nicht so das ergiebigste Gespräch. Ich versuche da mal reinzugehen. Oh je, der Gips. Hey! Hey. You made it. Oh. Hey, Chloe. Hey, Drew. Hey, Drew. Super Tag, wie? Wie geht's deinem Knie? Wir sind mal nicht lustig. Wir versuchen's mal mit Ernst sein. How's your knee doing? Do they think it's gonna heal? I'm not sure, actually. It's too early to tell.
sorry to hear it. It's all good. Love the hair, by the way. Pretty cool. Barbarenfarben, danke. Du solltest es probieren. Ich mache mal eine Anspielung auf unser schönes Pen and Paper. I figured it might fit with my new barbarian look. You know, a war paint. Awesome. Nerds. Hey, any news about Rachel? Her mom seemed hopeful. She just woke up. I'm going to see her soon. How'd she get hurt? You'll think I'm joking when I tell you, but I'm not. What happened? She got stabbed in the arm by demon fucking Merrick. Seriously? It wasn't because of me. Nein, um Gottes Willen. Nein, ich hätte vorsichtiger sein sollen wegen anderer Probleme. Wir nehmen's mal auf uns. Wir müssen jetzt nicht noch die... Er hat genug eigene Sorgen, ganz ehrlich. No, not at all. If anything, I should have thought about what happened to you before getting Rachel involved. That's crazy. Fuck that guy. I wish I could get my hands on him. Drew, chill out, okay? I'm headed out. Everything okay in here? Yep. Yeah. Don't have too much fun now. Try to keep it appropriate for the hospital. Bye, Dad. See ya, Pops. Denk nicht mal daran, was Dummes zu machen. Maybe I shouldn't have mentioned Damon. Rachel's waiting for me. Shouldn't stay here too long. Richtig. Werden wir auch nicht, aber ich bin einerseits froh, dass ich ihn erwähnt habe, weil einfach, ganz ehrlich, es ist gut, dass Leute wissen, was für ein Arsch der Typ ist. Andererseits habe ich gerade Angst, dass Drew irgendwas Dummes macht, wenn er aus dem Krankenhaus rauskommt. Wir gucken uns hier einfach mal um. Zeit spielt jetzt ja, glaube ich, tatsächlich nicht so die Rolle. Ich glaube, da läuft kein unsichtbarer Timer, der dann sagt, ja, zu spät, Besuchszeit vorbei. Hoffe ich. That'll be an interesting read. Bio-Hausaufgaben. Nimmst du noch an den Prüfungen am Montag teil? Mehrfachauswahl, alle ungeraden Fragen auf Seite 237. Freie Antwort, Frage 1, 3, 6, 7 auf Seite 259. Falls du dich fit genug fühlst, ich arbeite an einem Artikel über bestimmte Freizeitaktivitäten in Blackwell. Vielleicht kannst du mir einige Fragen beantworten. Erhol dich gut, Juliet. Also XO, Hugs and Kisses, Juliet. Alles klar, das ist vermutlich... Was ist das? Vermutlich, wie sich der Patient fühlt oder so. In 8 out of 10. Oh, Schmerzen, okay. Name Andrew Norris, Zulassungsdatum. Ist das nicht mehr, wann er eingeliefert wurde? 8. Mai 2010. Einweisungsgrund, Schienbeinkopffraktur. Unser Ziel ist Schmerzbewältigung. Schmerzskala, akute Schmerzen. Severe Pain, 8 von 10. Behandelnder Arzt, Dr. Bill Anderson. Alles klar. Dann können wir uns hier Briefe ansehen und Notizen. Du erst gerne bitte die Notizen? Notizen? Da jetzt. I wonder if Drew will ever play again. Hey Drew, das mit deinem Bein tut mir leid. Wir werden dein Talent und deine Führungsqualitäten auf dem Feld vermissen, während du dich erholst. Werd wieder fit und lass es mich wissen, wenn du etwas brauchst. Coach McKenna. Ja, man hätte jetzt etwas besorgter um ihn klingen können, als sein Spiel an... Aber gut. Look at that. Wells being nice for a change. Oh, darauf bin ich jetzt gespannt. Wells und nett, das passt so gar nicht. Drew, ich möchte mein tiefstes Beileid für ihre Verletzungen ausdrücken. Ich strebe danach, Blackwell zu einer sicheren Umgebung zu machen, die alle Schüler willkommen heißt. Jetzt erkenne ich, dass ich in diesem Bestreben in vielerlei Hinsicht versagt habe. Ich möchte, dass Sie wissen, dass die Schüler und die Fakultät von Blackwell auf Ihre baldige Genesung hofft. Blackwell ist sich Ihrer Abwesenheit schmerzlich bewusst. Ich habe sichergestellt, dass Ihre Trainer bereit sind, alle Bedürfnisse zu erfüllen, die zu Ihrer Gesundung erforderlich sein können. Aufgrund der Tatsache, dass Sie auf dem Blackwell-Gelände verletzt wurden, kann ich nicht anders, als mich verantwortlich zu fühlen. Ich suche bereits nach neuem Sicherheitspersonal.
Falls es irgendetwas gibt, das ich tun kann, damit Sie sich nach Ihrer Rückkehr sicherer fühlen, zögern Sie bitte nicht, mir dies mitzuteilen. Mit freundlichen Grüßen, Direktor Ray Wells. Darf ich mal erwähnen, wie lächerlich es dann ist, dass er uns, also Max später, nicht glaubt, wenn wir sagen, dass Nathan eine Waffe hat? Der kann das alles nicht allzu ernst meinen mit den Sicherheitsvorkehrungen. Those must be from Steph's parents. Hope brings you some cheer. Also, sie hoffen, dass es ihn ein bisschen aufmuntert. Wir reden gleich auch noch mit allen. Nein, ich will den Pudding erst angucken. Pudding. Oh, I wanna eat that. Right now. Ganz ehrlich, für Krankenhausessen sieht der erstaunlich lecker aus. Ich würde erstmal noch mal kurz mit Drew ihn angucken und auch mal mit ihm reden und dann gehen wir zu Steph und seinem Bruder. Damn. Drew looks really low. Na klar. Der hat auf ein Stipendium gehofft. Wenn das Knie nicht mehr wird, kann er das vergessen. Hey. Sorry for losing it there. It's nice of you to come by. Ja, kein Problem. Erhol dich gut. Ich glaube, wir wünschen ihm mal eine gute Besserung, oder? Feel better. I mean, no pressure. I know it's gonna take a while. You know what? I'm kinda tired. Oh. Right. I'll leave you alone. Tut mir leid, dass ich dich gestört habe. Na gut, gehen wir jetzt zu Steph und Mikey. Schauen aber erst noch hier die Karte an. I think the football team needs thicker helmets. Ich habe gehört, deine Eier sind futsch. Glückwunsch zur Vasektomie. Yeah. Schöne Karte, wirklich. Ganz, ganz yep. Toll. Definitely too many concussions. Jetzt kannst du ohne Angst spielen. Du hast es drauf, Mann, Logan. Bewahr ein paar Schmerztabletten für mich auf, Zack. Du hast den schlimmsten Biotest aller Zeiten verpasst. Armand, erhol dich, Jackson. Ja, aber immerhin schreiben sie ihm. Das ist doch schon mal nett. Ich glaube, das ist einfach nur ein einzelnes Steph und Mikey, oder? Da ist nichts weiter. Nein, das ist sind beide zusammen. Gut. It's nice that Mikey and Steph seem to be staying here all day. Ja, ich wette, so fühlt sich Drew nicht so alleine. Und Mikey muss sich nicht so viele Sorgen um seinen Bruder machen. Drew's been in a lot of pain today. Vielleicht war es ja doch nicht nur unsere Schuld, dass er müde ist, hm? I'm so relieved that Rachel's awake. I should see her right away. Ja, werden wir sofort machen. Drew's been in a lot of pain today. Okay. Dann gehen wir jetzt zu Rachel, beziehungsweise gehen wir erst nächstes Mal zu Rachel. Für heute verabschiede ich mich nämlich von euch. Ich bedanke mich sehr, dass ihr dabei gewesen seid und dass ihr mit mir diese schlimme Wartezeit im Krankenhaus überstanden habt. Ich glaube, jeder kann nachvollziehen, dass Chloe sich gerade furchtbar fühlt. Hoffentlich geht es ihr dann nächste Folge besser, wenn wir Rachel sehen und wirklich mit eigenen Augen sehen können, dass es hier ein bisschen... Rachel's probably waiting for me. Ja, wir gehen auch gleich zu ihr. Wie auch immer, macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, passt gut auf euch auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye.